Und damit sagen wir Glück auf und herzlich willkommen beim FC Erzgebirge Aue. Vier Pflichtspiele sind es noch für die Veilchen im Kalenderjahr 22. Das heißt dreimal Punkt und einmal Pokal zum Abschluss in Bautzen. Aber das nächste, was jetzt vor uns steht, das ist am Samstag 14 Uhr und das Ganze in Köln beim FC Viktoria. Bei uns ist unser Interimscoach Carsten. Carsten, Glück auf. Glück auf. Ja, dann starten wir mal mit einem Ausblick aufs Spiel. Es ist eine englische Woche, in die wir damit starten. Glück auf, auch von meiner Seite, auch in die Runde. Ja, englische Woche, viele Spiele, für die Spieler sicherlich angenehm, wenig Training, Regeneration und dafür Wettkämpfe. Uns ist die Schwere der Aufgabe natürlich auch bewusst, die uns am Samstag in Köln erwartet. Und wir sind trotz alledem auch guter Dinge, dass wir die gute Leistung aus dem letzten Heimspiel mit aufgreifen konnten. Wir konnten sie gut in die Trainingswoche übernehmen und sind somit einfach auch, denke ich, gut gerüstet für das Spiel in Köln. Ja, ja, wichtig, Carsten. Englische Woche mit einem erfolgreichen Start, ne? Würde auch für den Rest einiges bedeuten. Ja. Ja, das stimmt. Wobei in der Situation, in der wir uns befinden, ist, glaube ich, jedes Spiel von besonderer Wichtigkeit. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass wir uns bestmöglich auf das Spiel am Samstag vorbereiten und erstmal nur das tatsächlich in den Vordergrund halten. Alle anderen nachgelagerten Spiele werden sicherlich im Hintergrund schon vorbereitet. Aber für uns ist das absolute Augenmerk tatsächlich auf das Spiel Viktoria Köln. Wenn wir über das Personal reden, Carsten, gibt es da eher Sorgenfalten oder ist da eher alles? Ja, die Situation ist nach wie vor so, dass der Antonio und der Anthony nicht spielen können, beide noch mit ihren Verletzungen zu tun haben. Und alle anderen Sachen müssen wir jetzt einfach auch nochmal das Training abwarten, mit wem wir dann letztendlich auch in den Bus steigen und nach Köln fahren. Genau, das passiert dann am morgigen Freitag, die Reise nach Köln. Jetzt sind wir in der Pressekonferenz und wir sind bei den Fragen angelangt. Sebastian Mutzler von der Bild-Zeitung, der hat heute seinen freien Tag, hat aber Fragen an uns übermittelt. Und da will ich gleich mal starten, Carsten. Die Frage, die da kommt, gibt es Grund oder Veranlassung, die Startelf von Elversberg womöglich ändern zu müssen oder bleibt alles wie gehabt? Die Frage kann ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht konkret beantworten, weil wir letztendlich trotzdem noch eine Trainingseinheit haben. Es ist sicherlich so, dass wir auch jetzt wieder gemerkt haben in dieser Woche, dass viele Spieler, also nicht nur die Startelf-Spieler vom letzten Samstag, sondern auch die anderen Spieler letztendlich, die nicht zum Einsatz gekommen sind oder nur Einsatzzeiten in bestimmten Maße generiert haben, sehr, sehr, sehr ordentlich trainiert haben, dass dort ein sehr, sehr positiver Konkurrenzsituation herrscht und das hilft uns im Trainerteam natürlich, dann auch bestimmte Sachen auch kurzfristig entscheiden zu können, ohne Bauchschmerzen, ob das der Spieler XY ist, sondern eher so, dass wir ein gutes Gefühl haben, auch da eine schlagkräftige Mannschaft in Köln aufs Feld führen zu können. Die zweite Frage von Sebastian Mutzler geht speziell in Richtung der Doppelspitze Paul Besong und Boris Taschi. Wie zufrieden waren Sie ganz speziell mit diesem Duo? Beide haben ihre Aufgabe über weite Strecken des Spiels gut gemacht. Beide haben auch Reserven, die wir letztendlich auch natürlich auch angesprochen haben. Aber grundlegend war es so gewesen, dass es auf das Spiel Elversberg hingemünzt. Ich denke mal, beide ihre Sache dann auch durchaus ordentlich erledigen konnten und somit vor allen Dingen auch der Mannschaft helfen konnten. Könnte also auch eine Variante für Köln oder Künftiges werden? Ist eine von mehreren Varianten, die uns im Kopf rumschwebt, aber entschieden wird es halt relativ kurzfristig und von der Seite aus werde ich mich da sicherlich auch nochmal mit meinen Trainerkollegen auch beratschlagen und versuchen, die bestmögliche Option nicht für einzelne Spieler, sondern für unseren Verein auch zu finden. Okay, damit haben wir die Fragen von Sebastian Mutzler von der Bild abgearbeitet und es meldet sich Thomas Scholze von der Freien Presse. Herr Müller, ich würde gern was zum Gegner wissen. Die Kölner haben ja zuletzt mit einem 3-1-Sieg in Ingolstadt überrascht, davor aber auch 6-mal nicht gewonnen. Wo sind die Stärken und wo vielleicht Angriffspunkte, die Sie sehen? Also auf alle Fälle ist es eine Mannschaft, die auch in den Spielen, wo sie nicht gewonnen hatte, trotzdem auch durch ihr gutes Zusammenspiel immer wieder auch den Gegner vor Schwierigkeiten gestellt haben. Sie sind jemand, die sehr sehr kompakt sind, haben auch viele auch körperlich robuste Spieler in ihren Reihen und haben auch eine gute Mischung zwischen dem, wie sie Fußball spielen wollen, aber auch resolut zu Werke gehen. Und von der Seite aus erwartet uns dazu eine starke Mannschaft.
Natürlich haben wir in den Spielen, wo sie jetzt nicht gewinnen konnten oder unentschieden gespielt haben, auch Ansätze für uns gefunden, wo wir sagen könnten, okay, das werden wir der Mannschaft heute auch präsentieren, um also auch eigene Wege aufzuzeigen. Aber wir wollen darüber hinaus eigentlich unseren eigenen Weg weiter fortgehen, indem wir auch gesagt haben, natürlich müssen wir auf Sachen des Gegners hinweisen, natürlich müssen wir auch auf Stärken der Gegner hinweisen, aber mindestens genauso, wenn nicht sogar noch wichtiger ist, dass wir unsere Art des Fußballspielens auch unabhängig vom Gegner versuchen, auch und auch unabhängig vom Heim- oder Auswärtsspiel auch letztendlich auch in die Mannschaft hinein zu transportieren, das Selbstbewusstsein auch zu haben, auch in Köln unser eigenes Spiel durchsetzen zu können. Thomas Schölze macht weiter. Ja, Sie sind ja mit 3 Siegen quasi hier eingestiegen in die Cheftrainerfunktion, sage ich mal. Da ist ja sicher eine gewisse Euphorie gewesen in der Mannschaft. Ist das jetzt, nachdem es nur nicht mehr zu Siegen gereicht hat, immer noch so? Spüren Sie da schon einen Stimmungsabschwung oder gibt es die Euphorie noch? Also ich habe jetzt keine Euphorie in dem Sinne, wie ich es mir vorstelle, auch nicht bei den 3 Siegen festgestellt. Und ich habe auch jetzt nicht festgestellt, dass wir irgendwo nach den letzten Wettkämpfen, wir irgendwo uns jetzt den Kopf nur noch gesenkt durch die Gegend laufen. Weil jeder von uns weiß, in welcher Situation wir uns befinden und uns auch befunden haben. Und ich glaube, was viel wichtiger ist, ist die Tatsache, dass wir uns in den letzten Wochen einfach auch genug Selbstbewusstsein auch erarbeitet haben, um letztendlich auch genau seine Spiele, wie dann auch gegen Elversberg auch gezeigt, letztendlich auch umsetzen zu können. Ob wir so gefestigt sind, dass wir das Woche für Woche auf diesem Level hinbekommen, die Frage kann ich nicht beantworten. Aber grundsätzlich bin ich von meinen Jungs absolut überzeugt. Sie haben vor uns kurz gesagt, dass Sie eigentlich nur von Spiel zu Spiel denken in Ihrer Situation. Gibt es trotzdem irgendeinen Plan, was Sie sagen, was Sie für die 3 Spiele jetzt für die Liga noch erreichen wollen oder müssen, um nicht als Letzter, sage ich mal, in diese ewig lange Winterpause zu gehen dann? Also das Ziel von uns muss es einfach sein, den Mannschaften, die in unserem unmittelbaren Umfeld sind, einfach auch das Gefühl nicht der Sicherheit geben zu können. Und das heißt für uns letztendlich in jedem Spiel versuchen, auch Punkte zu sammeln, um den Druck auf die Mannschaften, die vor uns sind, einfach auch ausüben zu können. Und das ist eigentlich im Moment unser Ziel und deswegen auch die klare auch Botschaft, die wir mit den Jungs haben, vom Wettkampf zu schauen und möglichst auch dieses Ziel, Druck auf den vor uns liegenden Mannschaften ausüben können, auch realisieren zu können. Eine letzte Frage noch. Ihre Mission hier ist ja erstmal bis eben zur Winterpause datiert. Wann machen Sie sich Gedanken, ob Sie das weitermachen wollen? Wann wird es Gespräche geben, ob Sie das weitermachen dürfen? Und wovon wird das abhängen? Also ich habe mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht, wann es ein weiterführendes Gespräch gibt, weil die Aufgabe, die ich jetzt im Moment habe, mit meinem Trainerteam zusammen, den Jungs zu helfen, den Jungs einfach auch Unterstützung zu geben, sofern wir es möglich machen können, ist die absolute Priorität. Und es ist immer wichtig, natürlich verstehe ich auch die Frage, aber ich glaube, man muss mich auch verstehen, dass ich den Verein absolut im Vordergrund sehe und dementsprechend hoffe ich, mit meiner Leistung dazu beitragen zu können, dass wir einfach auch weiter fleißig Punkte sammeln, um dann letztendlich auch alles Weitere auf uns zukommen zu lassen. Aber alles andere ist für mich komplett ausgeblendet. Ich verstehe auch, dass Sie mir da keine richtige Antwort drauf geben können jetzt. Ich frage noch mal so, haben Sie denn Spaß an dieser Aufgabe und können Sie sich vorstellen, das auch für immer oder ewig zu machen oder länger? Also es macht mir sehr viel Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten. Vom ersten Tag an, auch in der Phase, wo wir vielleicht auch jetzt auch mal, auch wie gegen Ferl, auch das Spiel nicht gewinnen könnten, es ist trotzdem so, dass es ein angenehmes Arbeitsumfeld ist. Es ist auch eine super Zusammenarbeit, nicht nur zwischen der Mannschaft und dem Trainerteam, sondern auch um alle, die um dieses Team herum sich Gedanken machen, arbeiten. Sei es unsere Manu, die im Wäschedienst arbeitet, sei es die Reinigungskräfte, sei es die Stadionbrigade. Und wir sind dort in der Kürze der Zeit schon ein echt gutes Team auch geworden, wo jeder auch versucht, im Rahmen seiner Aufgabe das Bestmögliche zu machen für den Verein, für die Mannschaft. Und daher macht es mir riesig Spaß. Aber die Arbeit im Nachwuchsleistungszentrum, wo ich letztendlich auch viele Mitarbeiter habe, mit denen ich seit Jahren ein super Verhältnis habe, wo wir wirklich an einem Strang ziehen für den Verein, was aufgebaut haben, macht mir auch Spaß. Und deswegen ist es immer ein Abwägungsprozess und meine Familie möchte ich auch in keiner Weise vergessen.
mit dem ich natürlich auch viele Sachen besprechen muss. Und von der Seite aus tue ich gut daran, wirklich bei mir zu bleiben, in dem Fokus die Mannschaft auf den nächsten Wettkampf vorzubereiten. Damit ist alles beantwortet, auch im Falle Thomas Scholze. Ja. Ja, dann bleibt uns noch Danke zu sagen. Danke an Carsten und danke fürs Kommen zur Pressekonferenz. Carsten, weiter eine gute Vorbereitung für das Spiel am Samstag, bevor es dann am nächsten Dienstag hier gegen den MSV Duisburg zu Werke geht. Für Samstag toi, toi, toi und viel Erfolg. Okay. Und für heute Glück auf aus dem Erzgebirgsstadion. Glück auf.